Cheer, greet your fouls, my whiskey friends. Welcome to my whiskey chat, whiskey. Doc! Ja, heute sind wir wieder in der Space Side, und zwar in den Highlands, oder in den Highlands, und zwar in der Space Side, umgedreht gesagt. Ja, heute hab ich mitgebracht den Glenmorey, 25 years old. Ja, den Glenmorey, 25 Jahre alt. Hier haben wir die Holzbox. Er ist in einer schönen Holzbox hier drin. Schönes, schweres Ding. Hier haben wir ihn nochmal. Und zwar ist das das Podcast Finish. Ja, bevor ich hier noch die Eckdaten sage oder etwas dazu sage, wollte ich nur sagen, dass dieser Whisky ist für eine bestimmte Person gewidmet. Beziehungsweise verkoste ich ihn für sie. Und zwar ist das My Sweetie. Hi, Sweetie, I love you so much, my baby. Ja, ich habe auch diesen Ring, falls ihr euch wundert, warum ich einen Ring hier an die Kette jetzt habe. Hier, kann man ein bisschen erkennen. Ja, das sind keltische Motive, Celtics. Und innen drin ist auch Gravur drin und da steht Loyal, Trust and Love. Bedeutet so viel wie Vertrauen, Treue und Liebe. Thank you very much, my sweetie. Thank you very much. So, jetzt kommen wir zum Whisky. Dann wollen wir den mal auspacken. Ja, Glenmorey. 1897 gegründet. Zack, hier machen wir so hin. Und machen hier. Oh, ist ganz schön groß hier alles. Muss ich gucken. Oh, hier haben wir sogar noch was drin. Eine kleine, keine Ahnung, was da ist. Eine kleine Papier, ja. Schauen wir mal nach, was hier ist. Ach so, ja, hier ist Nose and Taste and Finish. Und ja, Master Distiller steht hier, ist Graham Cole. Ist der Glenmorey Master Distiller, der hat den Whisky kreiert. Und das ist eine Limited Edition, steht hier drin. Und den Rest will ich gar nicht lesen, weil das ja, wie gesagt, muss ich ja selber rausschmecken, wie alles schmeckt. Ja, 1897 gegründet, werden wir ihn erstmal aufmachen. Limited Edition ist hier oben auch normal so zugemacht. Das ist übrigens die Flasche. Schöne Farbe. Ist mir meines Wissens aber gefärbt und kommt mit 43% Alkoholvolumen. Ich denke mal, er wird auch kühl gefiltert sein, aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Habe ich mich jetzt gar nicht so richtig schlau gemacht. Geh doch mal ab hier. Geh mal ab hier. So. Wir müssen ihn erstmal gucken, wie wir ihn aufkriegen hier. We're looking at this. Okay. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Hier haben wir es. Haben wir doch nicht. Ein bisschen wieder abgegangen nur. Dann erzähle ich noch ein bisschen davon. Es gab, glaube ich, 5 Master Distiller jetzt seit 1897 in dieser Brennerei Glenmorey. Ihr Wasser beziehen sie von dem Fluss Lassie. Und sie hatten mal eine eigene Melzerei, aber beziehen jetzt wohl das Malz von einer anderen Brennerei. Glenmorey. Ja. Okay. Dann will ich erstmal eingießen. Sie haben, glaube ich, auch noch neben den 25er natürlich, haben sie noch andere Abfüllungen. Die Standardabfüllungen sind, glaube ich, ui, nicht kaputt gegangen. wie gesagt, die Farbe ist gefärbt, glaube ich. Ist gefärbt, meine ich, und ist kühl gefiltert. Mal den Dreck hier wegmachen. Was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, haben noch andere Abfüllungen, haben den 12er, ich glaube, weiß nicht, ob 10er gibt es, 12 gibt es, 15, glaube ich, 16. Von den 15er gibt es, glaube ich, 2 verschiedene. Der eine hat 40% Alkohol oder 43 und der andere hat wohl 46. Auch Port ist das, glaube ich. Dann gibt es den 25er, wie gesagt. 21, 20 weiß ich jetzt nicht. Es gibt noch einen Peated Whisky davon und einen Classic Whisky. Sind alle eigentlich gute Preisklassen, sagen wir mal so. So alle so um die 30 oder runter noch so. Außer der Port, der ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Wie gesagt. Und es wird auch gesagt, dass Glenmorey unter den 5 besten Whiskys im Vereinigten Königreich zählt. Und ja, ob es so ist, weiß ich nicht. Ich hatte bis jetzt noch keinen Glenmorey und freue mich einfach auf diesen. Wie gesagt, das ist eine Limited Edition und ich weiß nicht, wie viele Flaschen, ich glaube 2000 oder knapp über 2000 gibt es.
wurde 1988 hat man den, glaube ich, angefangen zu brennen und 2013 ist ja dann gefinisht worden und auf den Markt gekommen. Okay, we'll make a nosing. Boah, lecker. Boah. Gleich eine schöne Süße. Wie so, als wenn man, wie es da drin steht, hier in dieser Urkunde oder Zertifikat oder was man, wie man nennt. Als ob man dann so in seine Kindheitsträume hat, steht hier drin so, als ob man seine Kindheitsträume hat und man kommt noch so in einen Süßigkeitenladen, der so an die Ecke ist, so. Und man lauter Lutscher, Karamellbonbons, Vanillestangen, oh, Marshmallows, wow, total süß. Und dahinter kommen gleich ja, tropische Früchte so, generell auch Früchte. Schöne, saftige Orange habe ich hinter. Bisschen Beeren kommen jetzt auch, rote Beeren. Aber die Süße ist einfach bombastisch. Gelagert ist dieser Whisky 23 Jahre, glaube ich, in Ex-Bourbon-Fässer und dann nochmal 2 Jahre im Port-Fass. Daher auch das Port-Cask Finish. Yeah! Oh, einfach super lecker. Ich glaube, wenn ich ihn nochmal so 10, 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten sogar stehen lassen würde, ich glaube, die Aromen kommen dann noch viel, viel mehr raus. Boah, lecker. Ich mache jetzt, werde ich ihn einfach mal verkosten. My sweetie baby, Slanjua. Boah. Boah. It tastes so good. So delicious. Nice. Eine Süße. Voll mit Schokolade kommt ein bisschen. Aber die Süße, die Marshmallows. Lecker. Schön weich auf der Zunge. Boah. Jetzt kommt so. Brauner Zucker kommt jetzt auf alle Fälle. Lecker. Wow. Oh, Marshmallows, wie gesagt, der braune Zucker. Jetzt kommen tropische Früchte wieder hinterher, die ich auch rausgerochen habe. Das eigentlich kann man sagen, ja, Karamell, bisschen Banane. Eigentlich alles das, was ich auch rausgerochen habe, kommt in meinem Mund wieder. Richtig. Very, very nice. Oh. It's so stunning, you know? Whoa, I'm stunning, I'm stunning. Boah. Boah. Slangewa. Ist der lecker? Ist das nice? Ist der lecker? Hier die Lecks verlaufen richtig ölig, richtig geil. Oh, da ist noch ein Drop drinnen, den muss ich noch nehmen. A sip of whiskey. A whiskey make me frisky. Ja, ich liebe den. Boah, der ist ja wirklich eine Bombe, muss ich sagen. Zum Glück habe ich, what's going up here, Tiwi? Excuse me. What's going up here? Fucking up. Damn it, crap. Fucking up the damn it, crap, you know? Okay, ja, da einfach hier Fernseher angegangen. Keine Ahnung, hier ist, glaube ich, verhext mein Home. Ja,
Das habe ich gesagt, ah ja, er ist einfach so lecker, dieser Whisky. Ich kann den euch nur empfehlen. Preislich liegt dafür ein 25 Jahren, ja. Also ich finde, er ist gut, aber manche sind auch ein bisschen teuer. Aber so sind halt die 25 Jährigen, die meisten. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Glenn Farkless. Der kostet zwischen, ich habe ihn gesehen, zwischen 170 und 260 € in dem Dreh. Weil die meisten kostet da so über 200 €. Aber ich sage dazu, es ist wirklich ein richtig leckerer Whisky, muss ich sagen. Wer ein bisschen Geld übrig hat und möchte sich was Schönes gönnen, den kann ich diesen Whisky nur empfehlen. Auf alle Fälle kann ich den Whisky empfehlen. Und ja. Glenmorangie. Glenmorangie. Ey, not Glenmorangie. Aber Glenmorangie gehört dazu. Haha, habe ich mich nicht ganz versprochen. Ein Glenmorangie. Ein Glenmorangie Whisky. Wirklich sehr, sehr gut. I love this Whisky und ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr ein bisschen Kleingeld übrig habt, kaufen. Aber schnell, bevor er nicht mehr gibt. Ich glaube, er soll auch jetzt eingestellt werden irgendwann. Weil die Fässer sind wahrscheinlich alle erstmal tot. Und dann, wer weiß, wann der nächste 25 € rauskommt. Also, ergattert euch eine Flasche und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und ja, ach so, wem es noch interessiert bei der Rupge, Ireland lost to England. Ja, Ireland hat verloren. Erste Rupge-Spiel gegen England und Scotland wins gegen Italien, aber auch nicht gerade so überragend. Das nebenbei am Rande. Wie gesagt, hier, Whisky, sehr gut und see you later, Alligators, long.